Was bisher geschah? In der letzten Folge ist die Anomalie wieder aufgetaucht und wir haben Nada und Polo getroffen. Mit denen haben wir dann besprochen, was mit Artemis passiert. Und wir haben einen Monolithen benutzt, um Apollo unsere Position mitzuteilen. In dieser Folge werden wir uns mal ein bisschen mit der Vergangenheit von Nada und Polo beschäftigen. Und die Reise geht weiter im No Man's Sky. So, mal gucken, die müssen jetzt doch aber so einen Turm haben, ne? Observatorien? Aber wo? Da, da ist er. Müssen wir da mal eine Runde fliegen? Halt. Jetzt bin ich hier mittendrin in den Pflanzen. Und einmal runter hier. Oh, stimmt. Oh, das ist ja schön. Was für ein Timing. So, alles voller Tiere. Ist auch eins unbekannt. Und die schreien immer was rum, wenn es so viele sind. Aber ich sehe keinen roten Punkt. Nee. Schade, schade, schade. Oh, hier ist Plutonium. So, da kann man noch was mitnehmen. So, weg damit. Ja, mal gespannt, ob man irgendwann daraus was machen kann. Nee. Nix dabei. So, Temperatur stabilisiert sich, das ist gut. Irgendwas hatte ich gerade im Kopf, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Ist. Nee. Okay, keine Ahnung, vergessen. Da müssen wir rein. Was in der Richtung war das, glaube ich, oder? Zum. Na, vielleicht auch nicht. So, ist einer da? Nee. Oh, hier, ja. Na, von irgendwann mal. Okay. Was macht denn der hier drin? Das ist ja nicht. Das ist ja nicht erlaubt. Das Observatorium scheint als Bergungsstation gedient zu haben. In der ein Gag-Spezialist arbeitete. Dem Gag, einem Übersetzer, wurde vorgeworfen, zu viele Dinge in Frage gestellt und Zwietracht gesehen zu haben. Diese Entsendung war als Strafe gedacht. Aber dem Protokoll nach zu urteilen, war er selbst für die Entsendung verantwortlich. Was war er selbst für die Entsendung verantwortlich? Er hat seltsame Dinge unter den Trümmern gefunden. Abweichungen. Daten, die von Welten berichten, die nicht existieren. Und Ergebnisse, die nie stattgefunden haben. Eines Tages ging der Spezialist Polo nach draußen, um ein Schiff zu untersuchen, an dessen Bord sich noch eine Lebenssignatur eines Corvex befand. Er kehrte nie zurück. Ayo, da haben wir die Story, wo die herkommen. Haben sich Nada und Polo so getroffen? Haben sich meine Freunde so kennengelernt? Da ist ein Signal auf der Konsole. Eine sich wiederholende Warnung. 16 kurze Datensätze in Dauerschleife. Okay. Extrahiere die Koordinaten für das Notsignal. Ein abgestürztes Schiff erwartet mich. Cool. Hoffentlich wirklich ein Frachter. Aber das wäre verrückt, ne, wenn ein Frachter auf einen Planeten stürzt. Die sind doch riesengroß, die Dinger. Nicht dieser Planet? Oh. Mann, das brauchen wir schon wieder. Plutonium. Da, sind das nicht Vögel? Das, klar. Wo sind denn die? Und wo kommt denn die Sonne? Die sind doch nicht weg jetzt.
Oh, es stimmt. Bam, 10 von 10, jawohl. Und 25.000 für die Vögel selber. Und rein hier. So. Wovon habe ich denn jetzt so viel aber bei? Was ist denn das alles? Kupfer? Wo kommt denn das her? Aber wir landen ja gleich auf unserem Planeten. Entweder dann können wir das überall reinschieben ins Lager. So, zack, das war gut. Den Rest können wir nicht. Aber eine ganz wichtige Sache. Wir können hier alles hochladen. Ich mach das mal hier auch noch. Zack. Oh, da haben wir 3 gefunden. Oh, noch neue Pflanzen sogar. Und hier jetzt. 250 gibt es dafür nur. Das waren noch 10 Arten. Naja. Oh, die haben die Animation rausgenommen. Jetzt laufen die nicht mehr. Jetzt sind die einfach nur als Bild da. Ist aber auch okay. Sehr gut. Ist ja auch geschafft. Wunderbar. So. 8000 für meine Entdeckung. Gut, aber die Vögel haben ja an sich 25 gebracht. Habe ich meinen tollen Scanner? Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich gerade hin wollte. Hier? Ich wollte den aufladen. So. Ja, das ist wirklich ein Frachter, aber das sieht nicht so aus, als ob wir mit dem nochmal fliegen könnten. Schade. Keine Ahnung, wo ich das andere Kupfer alles hingemacht habe. Oh, Solanium, stimmt. Da war auch fast 1000 von. Na, das ist ja schade. Den hätte ich mir auch genommen, auch wenn er kaputt wäre, weil die ganzen DN1 sind, die ich mir jetzt nach dem Patch angeguckt habe, das war ja 88 Millionen oder so. Das war mir ein bisschen viel. Ist ja ein Riesenteil, ey. Was steht denn hier? Transporter, abgestürzter Frachter, ja, das weiß er schon, dass er kaputt ist, ne? Nein, der hat sogar so ein Ding gegeben. Das gehört einfach nur zum Teil dazu. So. Ist hier jetzt Frachterterminal. Protokoll beschädigt. Unvollständige Aufzeichnungen verfügbar. Protokoll lesen. Ich weiß nicht, wer diese Nachricht lesen wird. Ich weiß nicht, ob irgendwas überleben wird. Aber ich muss sterben, wie ich gelebt habe. Ich werde alles aufzeichnen, selbst im Angesicht der Verwüstung. Der Schwarm ist in jede Welt vorgedrungen. Die Drohnen verhielten sich unberechenbar, griffen nicht an, beobachteten nur. Die Zeit verging und die Wächter machten den Anschein, als würden sie keine allzu große Bedeutung mehr darstellen. Wir dachten, sie seien jetzt friedlich. Sie würden uns vergeben. Wir irrten uns. Ja, schade. Sie schlugen geschlossen zu. Ein Angriff, der irgendwie über unermessliche Entfernung koordiniert wurde. Mit einer Wut, die alle bisherigen Gefechte übertraf, löschten die Wächter alles biologische Leben des Universums binnen 54,2 Standardminuten. Okay, ich weiß nicht, was das sein soll. Das ist sowas wie Lichtminuten oder so? Nur ich blieb übrig. Der Corvex verweilte bis zum Ende an meiner Seite. Er versteckte mich in seiner Flottille und reiste in Richtung Zentrum. Was ist denn die Flottille? Sie kommen. Die Schreie meiner Freunde hallen in jedem Korridor, jeder Ecke wieder. Die Wächter haben mich gefunden. Ich habe Nada gesagt, dass er gehen soll. Ich habe ihm gesagt, dass wir bereits wussten, in unseren Herzen sind wir nicht allein. Selbst wenn ich sterbe, selbst wenn ich nur diese Worte von mir übrig sind, wird mich Nada in einem anderen Universum finden. Sehen wir mich, Tausende, Millionen von Reisenden. Wir sind nicht alleine und es gibt unzählige Seelen. Selbst im Angesicht der 16 müssen wir zeigen, dass wir gelebt haben.
Sie haben existiert, egal wie schrecklich das Ende war. Sie sind an meiner Tür. Ich. Okay. Das ist ja seltsam. Und nu? Neue Mission. Frachterbergung. Oh. Kann ich den wirklich. Das wäre ja verrückt. Sprich mit Null. Ach, hier? Was? Materialien aus dem Wrackberg. Die Ladung des Frachters ist über das ganze Gebiet verstreut. Benutze den Scanner und den Terminalmanipulator, um die Beute aufzustöbern und einzusammeln. Mist, und ich habe keinen. Die Ladung des Frachters ist über das ganze Gebiet verstreut. Benutze den Scanner und den Terminalmanipulator. Okay, ja. Ach, das ist ja ungünstig. Finde die Fracht. Scanne nach den Frachtkapseln. Grabe mit dem Manipulator. Wechsel. Okay. Ich werde jetzt nochmal ins Raumschiff gehen. Und dann werde ich da mal gucken, ob ich nicht einen Teil von meinen Sachen irgendwie ausbauen kann, was nicht so cool war. Weil das muss ja denn sein, ne? Den brauchen wir. Kühlmittelsystem ist auch wichtig. Kühlmittelsystem. Strahlenfokus ist eigentlich auch wichtig. Strahlenintensivierer, Strahlenintensivierer, Strahlenintensivierer. Nehme ich vielleicht den Strahlenfokus raus, ne? Bergbauenergie plus ein. 10% Geschwindigkeit. Schnellerer Minenleserabbau bei ressourcenreichen Materialien. Kristallenfelsen und planetare Vegetation. Und das hier? Minenleser wird verstärkt, um die Zerstörung des Terrains zu beschleunigen. Hm. Das ist jetzt aber das gleiche. Granaten. Das brauche ich ja. Den Blitzwerfer brauche ich eigentlich nie, ne? Den benutze ich ja nie. Weg damit. So, jetzt den Manipulator. Was brauche ich dafür? Eisen, das ist eins hier. Sehr cool. Ist da hinten Eisen? So, dann hört es vielleicht doch endlich mal auf, mich zu nerven, dass ich dieses Ding endlich bauen soll. So. Hier. Anpinnen weg und herstellen. So, jetzt muss ich dann noch aufladen mit Tamium. Ja. Huch. Wie viel brauchen das? Wie viel braucht das denn? Okay. Das ist ein bisschen krass. Minenlaser ist bei 2%, ist auch nicht so toll. Ja, stecke ich einfach das rein. Gut. Naja, so, dann scanne ich einmal. Da sind Sachen. Für den ersten werde ich jetzt mal ausbuddeln. Wir das nochmal gesehen haben. Huch. Ah, Basisgestein, Berg, unter Wasser, Höhle. Nee. Form. Okay, Modus. Ach. Und da baue ich weg, bearbeiten. Basis. Ah, okay. Material. Okay, dann mache ich doch eine Höhle. Und bearbeiten jetzt. Das ist richtig, nee, ne? Stein? Ah. Wo weiß ich denn, was das Richtige ist? Basis. Ich müsste es eigentlich nochmal scannen. Kann ich nicht eigentlich das gleiche auch mit. Oh, Moment mal, die Form kann ich auch mal ändern. Kann ich nicht eigentlich das gleiche mit dem. Mit den Granaten
erreichen. Jetzt müsste ich nochmal scannen. Wo ist denn das? Da vorne, doch da vorne. Ja, Moment mal. Eigentlich ist es total doof, das so zu machen. Sieht so gar nichts. Ich würde jetzt eigentlich gern genau da drüber gehen und dann mal nach unten genau. Es ist schon wieder weg. Das ist ja nervig. Okay, dann müssen wir... Ach man, das ist ja doof. Aber der verbraucht ja auch so viel. Nee, da warte ich doch jetzt. Bin mir sonst so doof. So, einmal scannen. Was ist hier? Genau unter mir. Das war falsch. Ob wir... Ajo. Komme ich jetzt hier ran? Nee. Naja. Muss ich das Ding kaputt machen? Nee, ne? Das wäre doof. Es ist bestimmt wie so eine Lagerbox, die ich im Lager habe. Wie komme ich denn an die ran? Von oben? Ja, ja. Oh ja. Reparatur? Schon wieder Eisen, ey. Will ich aber doch noch wissen, was da drin ist. So. Bam. Das müsste reichen. Hier ist das Loch, ne? Ja. Aber so uncool ist das gar nicht hier mit so einer Höhle, ne? Wenn man so eine hat. Zack. Und einmal reparieren. Das war alles. Na gut. So, hier ist noch eine Kiste von dem Frachter. Mal gucken, ob wir da so rankommen oder ob wir auch wieder buddeln müssen. Aber ich habe mal Glück. Ja, geht so. Was brauchen wir? Ach, Eisen. Wahrscheinlich müssten wir mal eine Menge Eisen mitnehmen. Ich würde ja schon gerne eigentlich den ganzen Frachter reparieren, aber das sieht nicht so aus, als ob das einfach so möglich wäre. Ob wir auf dem Weg dahin noch andere Sachen finden? Hier? Ne, ist noch eine Platte. Weil die anderen sahen eigentlich nicht unbedingt so aus, als würden die unterirdisch sein. So, jetzt müssen wir, glaube ich, immer Tamium langsam aufladen. So. Dann nehmen wir jetzt hier noch Eisen mit und dann sehen wir uns gleich vor der Kiste da. So, jetzt sind wir da. Mal gucken, was jetzt hier drin ist. Auch wieder nur Nanit. Und dann nur 27. So, ich scanne mal nochmal. Den habe ich ja gefunden, den da auch. Da müssen wir mal vielleicht systematisch vorgehen. Ach, da ist noch einer. Oh, da unten ist auch einer. Den nehmen wir jetzt am besten. Okay, den hier sieht man ja offensichtlich. Oh, die anderen sind alle verbuddelt. Das ist ja schlecht. So, wie war das jetzt? Modus ist R1. Ah, hier ist kaputt machen und hier Größe. Und Form. Huch. Krass. Nein, und ich, Depp, hab das vorher nicht gewusst. Modus. Ja, natürlich. Und ich hab das nicht gewusst. Wie... Oh Mann, wie doof. Okay. Das war ja dann leicht. So. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Eisen mitgenommen. Ich hoffe mal, das reicht für alles. So. Oh! 43.000. Das war ja gut. Das ist bestimmt irgendwas anderes. Ja, wir haben hier wieder den Scanner. Der muss noch aufladen. Können wir erstmal den nehmen, den man hier noch sieht. Ist der frei? Nee. Will ich nicht. Das ist ja praktisch.
Kindern ist es doch gar nicht so doof, wie ich dachte. Dann ist es ja wesentlich effektiver als die Granaten. So, auch wieder nur Nanit. So, aber... Scanner ist wieder da. So, da ist einer und da ist noch einer. Ob ich das schnell genug hinkrieg? Na, eher nicht. Dass ich beides in einem Scan-Intervall machen könnte. Da ist es. Das ist ja krass. Da kann man sich ja richtig weit runterbauen, wenn man genug hätte. So. Und auch wieder nur Nanit. Schade. Hier sogar mit Treppen. Ja, wenn man crazy ist, könnte man bestimmt auch so eine unterirdische Basis bauen. Aber da kommt man an sein Flugzeug immer wieder nicht ran. Außer man macht in so einen ganz großen Fahrstuhl irgendwie, aber... Das wäre, glaube ich, eine riesen Ressourcenverschwendung, einfach nur damit es lustig aussieht. Dann jetzt muss ich schon wieder warten, dass mein Scanner voll wird. Und ich weiß nicht mal, ob es dafür... Kann sein, dass es dafür ein Upgrade gibt. Dass der schneller wieder auflädt. Das hätte ich sehr gerne. So, das sollte jetzt die letzte Kiste gewesen sein. Ne, 6 waren das, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt hier die 6. Ja. Dann hätten wir das. So, mach mal los. Zack. Wo ist der? Da. Ups, jetzt habe ich den Modus geändert. Schon gefunden. Aber wo ist der Eingang? Da. So. Und reicht auch noch. Nochmal Nanit, ne? Das war ja doof. Na gut, aber wir haben einmal ordentlich Geld gekriegt und Nanit ist ja jetzt auch nicht das Schlechteste, ne? Ist ja... So schlimm also nicht. Haben wir zufällig noch was da, was wir... ins Lager schieben müssen? Ich glaube nicht. Die können wir verkaufen, bestimmt. Oh, ich habe 200 Nanit bei. Oder noch mehr. Ich habe am Schiff auch noch welches, ne? Jo, das ist auch noch 400. Schiff. Hier hole ich jetzt den Rest wieder. Ist doch albern, ey. Das steht doch gleich da. So, dann ist jetzt die Aufgabe, dass wir wieder zu Null sollen. Und der ist... Der ist natürlich wieder auf dem anderen Planeten. Dann gehen wir mal jetzt zum Holoterminal. So, dann machen wir jetzt Schluss. Und in der nächsten Folge gehen wir dann zum Holoterminal und reden eine Runde mit Null.